Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Videoblog Nummer 220. Ja, ihr habt lange, lange nichts mehr von mir gehört, aber ich bin noch da, ich bin immer noch am Leben, mich gibt's noch. Ja, und was los? Wie geht's euch? Geht's euch gut? Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, es ist mittlerweile kalt geworden, es wird richtig Winter. Wir müssen uns wieder ein bisschen wärmer anziehen, aber ich habe immer noch Hitze in mir, denn es geht weiter mit meinem Videoblog. 220, das ist schon eine Zahl und es geht weiter auf die 1000 zu. Und ich grüße heute mal jemanden, der wohnt in Schriesheim. Ja, aus Schriese, ne? Sebastian Erdmann. Sebastian, du bist ein großer Fan von mir und du, ja, ein Freund von dir. Der Ruben hat mir geschrieben und hat gesagt, grüß doch mal den Sebastian Erdmann, der guckt immer deine Videoblogs. Ich hoffe, dir geht's gut und du brauchst noch keine Medikamente, aber ja, ich bin froh, dass es wenigstens ein paar Leute gibt, die gucken, aber es gibt ja Tausende, ich sehe das ja in meinen Klicks, ich habe schon fast 1 Million Klicks. Ja, egal, scheißegal. Sebastian, ich muss ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Du bist Fan, du bist Sympathisant von der TSG, aber du bist auch Fan von ganz falschen Vereinen, von FC Bayern München. Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Falscher Verein. Ich finde Bayern langweilig, emotionslos, gewinnen jedes Spiel. Das ist doch langweilig im Fußball. Man muss auch mal verlieren können, man muss auch mal durch die tiefsten Tiefen durchgehen. Und ja, dann ist man richtig mit Herz dabei. Ich weiß nicht, ob du mit Herz dabei bist, aber ich glaube schon. Ja. Aber du sympathisierst mit der TSG und es ist gut so. Und ja, das freut mich. Auf jeden Fall soll ich dich grüßen aus Schriese. Vom Yannick, vom Dennis, vom Simon, vom Max und vom Ruben. Ja, die kennst du wahrscheinlich alle. Alle deine Kumpels. Ja, und jetzt habe ich sie gegrüßt. Ja, und wünsche dir weiter noch viel Spaß mit deinem FC Rot-Weiß da, was das ist und so. Und, ich habe auch viel Spaß und immer im Stadion sein, Mannschaft supporten und ja, da geht's ab. Auf jeden Fall singe ich dir heute ein Lied und das heißt Aschenflug von Adel Tawil. Das ist zurzeit so ein Ohrwurm. Ich finde den Text eigentlich richtig gut. Da geht's um einen Menschen, der sich kaputt macht, der nur im Feiern ist, der gar nicht merkt, dass er sich immer mehr ins Abseits stößt und ja, und dieser Typ da, der ist auf seinem Aschenflug und manche wollen es ihm ausreden und ja, sind wir nicht alle auf unserem Aschenflug, sind wir nicht alle, jeden Tag bauen wir ein bisschen mehr, aber wir geben es nicht zu, wir versuchen immer wieder cool, stark, toll zu sein und ja, und irgendwann kommen wir an den Tag, an dem keiner mehr nach uns fragt. Aschenflug von Adel Tawil. Mein heutiger Videoblog Nummer 220. Ey Kumpel, noch beim letzten Mal, da war in deinen Augen Glanz. Doch nach all den Nächten da sehen sie aus wie ausgeschanzt. Fast ein halbes Leben lang sitzt du nur an Theken dran. Feierst deine Nächte durch mit allem, was man kriegen kann. Wohnst in deinem Niemandsland, immer schon in letzter Zeit. Lässt du keinen rein, bleibst daheim extra breit. Hält sich an jedem Glas fest wie an einem Ast. Ich hab nur eine Angst, dass du keine hast. Ist mir egal, ich weiß am besten, was mich glücklich macht. Lückenhaft, ich verliere ein Stück jede verdammte Nacht. Doch alles gut, zieh mich an, ich nehm, was ich kriegen kann. Ich fang zu fliegen an und die Fantasie geht an. Realität geht aus und das Geschehen ist auch. Vielleicht tut es mir nicht gut, aber ich nehm's in Kauf. Ich nehm mich aus, bis in meinem Körper sagt, ich hab genug. Da ist mal wieder Blut in meinem Taschentuch. Du bist auf deinem Aschenflug. Hinter dir brennt alles nieder. Du bist auf deinem Aschenflug. Hinter dir brennt alles ab. Du weißt, du kriegst nie genug, solange bis niemand mehr da ist. Du bist auf deinem Aschenflug. Bis zum allerletzten Tag, an dem keiner mehr nach dir. Eilig mal, bis ich
bisschen weiter, dann ist vorbei, Digga. Nein, Digga, hau mal ab, mich interessiert der Scheiß nicht mal. Komm, wir gehen, der Club ist klar. Guck dich an, kannst du nicht mehr gerade gucken, Mann. Lass mal ein bisschen runterkommen. Ach, wo weiter geht's, der Postmann bringt noch ein Paket. Hauptsache, lass mich das Kopfkarussell weiterdrehen. Ehrlich mal, jeder sieht ja, dass es dir scheiße geht. Ich hab all das, wovon diese Rockstars reden, live erlebt. Kein Problem, doch, Alter, dein Problem ist mein Problem. Hör auf, so frei zu drehen, hör auf, all den Scheiß zu nehmen. Ja, Mann, ich mach weiter, bis mein Körper sagt, ich hab genug. Bald ist der Affe tot, du bist auf deinem Aschenflug. Hinter dir brennt alles nieder. Du bist auf deinem Aschenflug. Hinter dir brennt alles ab. Du weißt, du kriegst nie genug. Solange bis niemand mehr da ist. Du bist auf deinem Aschenflug. Bis zu meiner letzten Tag, an dem keiner mehr nach dir fragt. Du brennst so hell. Immer heller, du fällst so schnell und du fällst immer. Du bist auf deinem Aschenflug, hinter dir brennt alles nieder. Du bist auf deinem Aschenflug, hinter dir brennt alles ab. Du weißt, du kriegst nie genug, solange bis niemand mehr da ist. Du bist auf deinem Aschenflug. Ja, irgendwann werden wir da landen. Am allerletzten Tag, an dem keiner mehr nach uns fragt. Und das ist schade, denn jeder Mensch hat eine Persönlichkeit und jeder Mensch lässt hier etwas auf der Erde, wenn er geht. Und ganz viel in euren Herzen. Ja, vielleicht werde ich das auch mal tun, wenn ich gehe. Aber ich will noch ein bisschen bleiben hier auf dieser Welt. Sebastian, du natürlich auch mit deinem FC Bayern und ich mit meiner TSG 1899 Hoffenheim. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Fans, liebe Freunde, ein cooles, tolles Wochenende. Lasst es euch richtig gut gehen und haut richtig rein. Und ich wünsche euch eine geile Zeit, denn lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter ist. Das ist mein Wunsch an euch und mein Aufruf. Bis zu meinem nächsten Videoblog. Wir sehen uns wieder. Das ist die 221. Das war die 220. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Passt auf euch auf. Euer Rainer. Ciao.